hast uns zur Welt gebracht, an unserem Bett gewacht, hast uns getröstet und durch schwere Zeiten durchgebracht. In allen Lebenslagen kanntest du dich aus und warst uns immer einen Schritt voraus. Und warst uns immer einen Schritt voraus. Hast manches Fest gefeiert und dafür die Nacht zum Tag gemacht und wärst so gern aus manchem bösen Traum erwacht. Hast uns den Weg gezeigt und wusstest doch oft selber nicht wohin. Hast nur geglaubt, es hat wohl alles seinen Sinn. All die Jahre, all die Kraft, irgendwie hast du es immer noch geschafft. Immer noch ein Tag und dann das letzte Ziel. Nur Liebe schafft so viel. Dieses Lied »Einen Schritt voraus« von Rolf Zuckowski wird immer wieder auf Wunsch der Angehörigen bei einer Beerdigung gespielt. Manchmal frage ich dann die Angehörigen, wenn Sie sich dieses Lied wünschen, was denken Sie denn, einen Schritt voraus, wohin geht denn der Verstorbene oder die Verstorbene? Dann erlebe ich oftmals Schulterzucken. Wüssten Sie es? Ich denke, die Beantwortung dieser Frage ist nicht nur in Bezug auf Verstorbene interessant, sondern auch für einen selbst. Ich selbst bin fast 65. Und nicht erst jetzt, sondern schon viele Jahre frage ich mich, ja, was kommt denn, wenn ich einmal sterbe? Vielleicht sage ich Ihnen nun in den nächsten Minuten Dinge, die Sie noch nie gehört oder gelesen haben. Darum meine Bitte an Sie, lassen Sie sich erst einmal darauf ein. Es kann passieren, dass Sie in Zukunft dann das Thema Tod ganz anders sehen, ganz neu. Immerhin, wenn man einen Augenblick darüber nachdenkt, ist ja der Tod nach der Geburt das wichtigste Ereignis unseres Lebens. Da lohnt es sich schon, einen Moment drüber nachzudenken. Menschen sagen mir, als mein Vater starb, hat er sich dem Tod gefügt. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, wenn wir sterben, dann bedeutet das, dass das Leben weitergeht. Wir verlieren nicht etwas im Sterben, sondern wir gewinnen einen nächsten Lebensabschnitt. Geburt und Tod sind nur Anfang und Ende eines Lebensabschnittes. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. So geht Jesus selbstverständlich davon aus, dass es vor unserem Leben ein Leben gab. In Johannesevangelium sagt Jesus, ehe Abraham wurde, bin ich schon gewesen. Aber da ist nicht nur ein Lebensabschnitt vor unserem Leben, sondern auch danach. Und so ist es sehr interessant, sich mal zu fragen, können wir irgendwelche Informationen darüber bekommen, was in dem Lebensabschnitt nach unserem Leben geschieht. Dafür ist eine der wichtigsten Aussagen von Jesus sehr hilfreich im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Jesus sagt dort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Gott, Jesus, ist der Weinstock. Der Rebstock. Wir sind daran die Frucht, die Zweige. Das heißt, Gott und wir, unser Leben, kann man eigentlich nur
in einem sehen. Ich sage es mal in einem anderen Bild. Gott ist die Quelle, wir sind der Bach. Gott ist das Meer und wir sind die Wellen. Das Problem allerdings ist, uns ist eingetrichtert worden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gott und den Menschen. Dass es ganz wichtig ist, zwischen Gott und den Menschen zu trennen. Wir haben quasi Gott und die Welt auseinandergerissen. Wir haben Gott ins Jenseits abgeschoben, obgleich wir jeden Weihnachten feiern, dass Gott mitten unter uns geboren wird und lebt. Jesus sieht das anders. Rebstock und Rebe. Andere Bilder. Sonne und Licht. Gott ist die Sonne, wir sind das Licht. Ohne Sonne gibt es kein Licht. Oder Quelle und Bach, Wurzel und Baum. Wer nur den Baum anschaut, kann vergessen, dass es da Wurzeln gibt. Das ist eine Einheit. Das zu denken ist ungemein wichtig, um den Tod und das Leben nach dem Tod ahnungsweise zu begreifen. Darum versuchen Sie erst einmal, sich auf diesen Gedanken einzulassen. Gott und wir Menschen, das ist eine Einheit. Und noch ein zweites ist mir ganz wichtig. Oft lese oder höre ich, gerade auch in christlichen Kreisen, dass Menschen ganz viel Angst haben oder ihnen Angst gemacht wird vor dem Tod. Dieses Lebensgericht, diese Strafe, diese Verdammung wird verkündet. Diese Einstellung, pass auf. Ich frage mich immer, warum wird im Christentum so viel vom Tod und so wenig vom Weiterleben, von der Auferstehung gesprochen? Warum finde ich in christlichen Kirchen so wenig Auferstehungsbilder, aber oft Bilder vom Gericht? Ich bin immer wieder beeindruckt von einer Episode, die uns erzählt wird von Alexander dem Großen und einem indischen Weisen. Diesen Weisen traf er auf einem Feldzug. Und eines Tages bat dieser Weise Alexander, er möge ihn doch einen Scheiterhaufen errichten. Er sei alt und krank und wolle jetzt sein Leben beenden. Alexander war erstaunt, was das sollte, aber er hat befohlen, macht einen Scheiterhaufen, weil er ihn so schätzte, diesen weisen Mann. Er war traurig, aber er sagte, gut, wenn es dein Wunsch ist, dann sollst du das bekommen. Und dann spielten die Trompeten und der Weise, der gebadet war und geschmückt, betrat die Wiese und stieg feierlich auf den Scheiterhaufen, um aus dem Leben zu scheiden. Was eine Einstellung gegenüber dem Leben und dem Tod. Und stellen Sie sich einmal vor, wie es heute auf einer Intensivstation in einem unserer Krankenhäuser ist. Da wird um jede Minute gekämpft. Und auch Menschen, wo es eigentlich natürlich wäre, dass sie gehen, werden festgehalten. Was eine ganz andere Einstellung, wenig weise gegenüber dem Tod. Wie bekommt man solch eine positive Einstellung gegenüber dem Tod? Zum einen ist es wichtig zu begreifen, wir sind göttliches Leben von Anfang an. Das zu erkennen ist mir sehr, sehr wichtig. Das heißt,
Wir kommen auf die Welt, ich nenne es einmal so, als eine Form Gottes. Und wir leben dies über den Tod hinaus. Immerhin heißt es in der Bibel, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Klar, wenn wir sterben, wird uns das Handeln quasi aus der Hand genommen. Etwas geschieht mit mir. Und da ist es ganz wichtig, aufmerksam zu sein, was da jetzt passiert, zu spüren, da geschieht etwas Unglaubliches. Und ich kann nichts vorweisen an Leistung. Aber was da geschieht, das heißt, da ist göttliches Leben in mir, das adelt mich und das begleitet mich in den nächsten Lebensabschnitt. Das heißt, wir sind dem Schicksal nicht einfach ausgeliefert. Der Tod ist ebenso ein wichtiges Ereignis, wie dass wir geboren werden, aber es schließt sich nicht ein Tor, wenn wir gehen. Sondern das Entscheidende beim Tod ist, es öffnet sich ein Tor. Wichtig ist, dass wir im Tod die Hände ausstrecken. Und da ist einer, den Sie, der mich an den Händen hält und sagt, komm, lass dich führen. Beim Nachdenken über den Tod ist mir eine Geschichte ganz wichtig geworden. Eine alte Frau bügelt den ganzen Tag einen Haufen Wäsche. Am Abend tritt der Todesengel zu ihr und sagt, es ist Zeit, komm. Die Frau antwortet, gut, ich muss gehen, ich weiß das, aber erst noch muss ich meine Wäsche fertig bügeln. Wenn ich fertig bin, dann muss ich noch schnell kochen, weil meine Tochter arbeitet im Geschäft und wenn sie nach Hause kommt, braucht sie was zu essen. Das siehst du doch wohl ein, oder? Der Engel geht. Nach einiger Zeit später kommt er wieder, er trifft wieder die Frau, wie sie gerade aus dem Haus geht. Der Engel sagt, komm jetzt, es ist Zeit. Die Frau antwortet, aber ich muss erst noch ins Altersheim. Da wartet ein Dutzend Leute auf mich, die von ihrer Familie vergessen worden sind. Da kann ich sie doch nicht im Stich lassen. Der Engel geht wieder. Einige Zeit später kommt der Engel wieder und sagt, es ist Zeit, komm. Die Frau aber antwortet, ja, ich weiß schon, aber wer bringt meine Enkelkinder in den Kindergarten, wenn ich nicht mehr bin? Der Engel seufzt, also gut, solange deine Enkel noch nicht alleine gehen können, lasse ich dir noch Zeit, aber dann musst du endlich kommen. Etliche Jahre später sitzt die Frau am Abend müde da und denkt, eigentlich könnte doch jetzt der Engel kommen, oder? Nach all dem vielen der Arbeit muss die Seligkeit doch recht schön sein. Der Engel kommt und die Frau fragt, bringst du mich jetzt in die ewige Seligkeit? Und der Engel fragt zurück, und wo glaubst du, warst du die ganze Zeit? Vielleicht sagen sie nette Geschichte, nicht? Aber mein Lebensgefühl ist ein ganz anderes. Wir sind durchdrängt von der Idee, es gäbe zwei Welten. Hier diese Welt oft unvollkommen mit Erdbeben, Kriegen, Überschwemmungen und dort dann diese eigentliche, diese ewige Seligkeit. Doch wer die Auferstehungsgeschichten der Bibel aufmerksam liest, der erkennt, es gibt nur, ich nenne es mal so, ein göttliches Leben. Einen
poetisch ausgedrückt, göttlichen Tanz. Und Tod bedeutet dann, dass ich in eine neue Seinsform gehe, im gleichen Leben. Aber wie sieht das aus? Wenn man die Bibel aufmerksam liest, erkennt man immer wieder Worte, gerade auch Worte Jesu, die darauf hinweisen, dieser Lebensabschnitt, der auf uns wartet, ist ein ganz anderer. So sagt er etwa in Matthäus 22, Auferstehen, das bedeutet nicht heiraten oder freien oder so, sondern wenn wir auferstehen, dann sind wir, er nennt das, wie die Engel im Himmel. Mir ist ganz wichtig, dass Sie diesen Gedanken verstehen. Wir sind Teil eines, ich nenne es mal so, Energiestromes. Und dieser Energiestrom schafft sich immer wieder neu, wie die Meereswellen. Nach wenigen Metern vom alten Wasser ist nichts mehr übrig und es entsteht eine neue Welle. Nur die Energie, die bleibt und schafft immer wieder neues Wasser, neue Wellen. Dieser Energiefluss geht auch in unserem Leben immer weiter. Und es ist dieser Energiestrom, der sich weiter fortsetzt in unterschiedlichen Formen. Wie? Sagt Jesus, das wissen wir nicht. Aber das ist auch nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, dass wir ein Teil, eine Form dieses Stromes sind. Wenn man das begreift, wird auch das Leben hier für uns nicht ausgelöscht werden durch den Tod. Das tiefste Wesen des Menschen ist, in sich ungeboren und unsterblich. Und wenn man das begreift, verändert sich für einen vieles, zum Beispiel der Blick auf die Taufe. Erst einmal natürlich bedeutet Taufe, dieser Mensch, meistens dieses Kind, ist willkommen. Aber Taufe bedeutet noch viel mehr, nämlich in der Taufe wird bestätigt, dieser Mensch ist eins mit Gott. Da wird nichts abgewaschen, sondern da öffnet sich wie bei Jesus der Himmel und Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Mir sagte einmal eine sterbende Frau, für mich ist der Tod der Kuss Gottes, der mich auferweckt in ein neues Sein. Wir halten uns für sterblich, weil wir diese äußere Gestalt verlieren. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass es eigentlich etwas viel Wichtigeres gibt. Dass es eigentlich die Geburt nur der Anfang eines Lebens ist und der Tod der Übergang in eine neue Lebensform. Dieses Bild ist gestaltet, eine Seidenbatik, nach einem Bild, das Friedensreich Hundertwasser gestaltet hat. Ich schaue es mir immer wieder sehr gerne an. Es steht auch in meinem Arbeitszimmer. Eine bunte Landschaft, Häuser und dazwischen ein Gesicht, das mich freundlich anstrahlt. Man könnte es so deuten, da ist diese Lebensenergie. Sie ist in allem göttlich und sie strahlt mir entgegen. Gott ist mitten in allem, in unterschiedlichen Formen, Bäumen, Häusern, Gegenständen und ja, auch in mir.
Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, da ist ein Lebensstrom, eine Energie in allem, dann heißt das, werden wir arbeitslos, dann ist es eigentlich Gott, der Lebensstrom, der in dieser menschlichen Form arbeitslos wird. Müssen wir Insolvenz anmelden, dann ist es auch Gott, der sein Geschäft in uns aufgeben muss, der Lebensstrom. Gott in ganz vielen Formen. Er lebt Erniedrigendes, aber auch Wunderschönes. In der Natur, aber auch in mir. In einer göttlichen Form des Lebensstroms. Wissen Sie, ich habe gerade nach den Ereignissen im Ahrtal oder nach diesen furchtbaren Sterbeprozessen der Pandemie oder jetzt auch mit der Ukraine immer wieder Predigten zu diesen Katastrophen gehört oder gelesen. Es hat mich fast keine zufriedengestellt. Denn immer wieder erscheint da diese Vorstellung von einem Gott, der außerhalb der Schöpfung steht. Und das kann zu keinem befriedigenden Lösung führen. Denn einen solchen Gott klage ich an, weil er so etwas nicht verhindert hat. Wenn ich aber, wie Jesus es immer wieder sagt, Gott denke oder fühle als das, was gerade geschieht, dann kann das auch Trost im Sterben bedeuten. Das heißt, wenn ich dieses Leben verliere, dann gewinne ich etwas, weil ich ein Teil des göttlichen Lebensstromes bin. Womit ich immer noch nicht beantwortet habe, die Frage, wo gehen wir Menschen denn hin, wenn wir sterben? Wo gehen die Wellen hin, wenn sie in den Ozean zurückkehren? Sie kehren zurück in den Ozean Gott. Und natürlich macht das unserem Ich erst einmal Angst. Kennen wir doch nicht diese Erfahrung, dass wir wieder aufgehen in den Strom des Lebens? Und doch zu wissen, die Welle lebt weiter. Sie kehrt zurück in den Ozean Gottes. Wir werden eine neue Seinsweise haben, sagt mir die Auferstehung Jesu. Da passiert etwas Gewaltiges mit uns nach dem Tod. Wir mit unserer begrenzten Vorstellungskraft können uns das nicht vorstellen. Aber vielleicht können wir ahnen, auch wenn unsere Ratio das nicht begreift, können ahnen, was es heißt, dass sich da eine Tür öffnet und Sterben eigentlich heißt, dass etwas Neues beginnt, ohne Leid, ohne Tränen. Vielleicht ahnen, dass es die Geburt gibt, die wir feiern sollten, aber auch den Tod. Ihn gilt es auch zu feiern. Immerhin haben das die ersten Christen noch gemacht. Sie haben auf den Gräbern das Todesdatum mit einem großen Fest gefeiert. Heute würde man wahrscheinlich für verrückt erklärt werden, wenn man das machen würde. Aber eigentlich wäre es dran. Und so wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund. Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben,
Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden, nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Noch ich nobe deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz. Das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, Hallos versunken, trunken, und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nur der Schnur, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Fügung deine Stirn geboten, hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise auf eine Welt, habe dich sicher in meiner Seele. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.